Muss gleich mal meine Wasserflaschen wieder auffüllen. Da hinten ist ja noch eine Kirche. Wie viele Kirchen sind denn hier? Das ist ein sehr religiöses Dorf. Mehr Kirchen als Häuser quasi. Nom 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 nom. So. Tja, leider immer noch nix. Eine Kirche. Ich latsche gerade immer noch weiter durchs Dorf, ne? Ja. Fill bottle. Daraus schließe ich, dass du da gerade am Brunnen sitzt. Das ist richtig. Hey, das ist ein Supermarkt. Wo bin ich denn jetzt? Ey, wie lauf ich denn verdammt Axt? Oh, Flo. Jetzt bin ich in Pustoschka. Der ist doch gut, hab ich doch gesagt, da sollst du hin. Ja, aber eigentlich laut Plan hätte ich woanders hinlaufen sollen. Welcher Plan? Laut Straßenplan und so. Ja, es ist ja immer nur grob. Das ist ja, wenn du. Doch, wenn du in die Richtung läufst, kommst du da irgendwo an. Ja. Also, Pustoschka ist gut. Jetzt musst du dich nur südöstlich halten. Wenn das ja, gar nicht geht. Das ist gar nicht mehr so fern von uns. Wo bist du gerade hin, Lars? Ich werde jetzt wieder aus dem Dorf raus und den Weg einschlagen hier. Ich werde auf den Zombie hier einschlagen. Ich bin gerade noch mal. Könnte vielleicht irgendwie was sein. Hier in diesen Kneipen oder Pubs oder ja. So liegt ja öfter mal was rum. Ja. So, welche 356er ist für die Magnum, oder? 57. Ja. Ja, scheiße. Ich habe 45er gefunden. Oh, nimm mit. Oh Mann, aber wieder kein Medikit, ey. Das ist echt zum Schreien. Das ist oft so. Man denkt immer, das Spiel verarscht einen, weil ja. Man nie das findet, was man wirklich braucht, aber. Panzertape, noch ein Seil. Wo bist du raus? Auf dem Hügel sozusagen. Richtung Turm oder was? Ja, zum Turm hin, also. Ja. Tja, Flo, du bist nicht so weit weg, wenn du dich ein bisschen beeilst. Also, ja, genau. Sonst, oder wir laufen hier entgegen. Wir sind ja in. Wo sind wir nochmal? Wir sind, wir müssen gerade in Pogo, Reva, Refka, wie auch immer sein. Das heißt, wir müssten jetzt. Ah, mit die Fresse, Zombie, Waffe leer, scheiße. Da, dann laufen wir mal einfach nach Westen an Green Mountain vorbei und dann treffen wir ihn. Hoffentlich automatisch. Oh, das haben wir bei uns auch gedacht. Hm. Läufst du auf der Straße gerade oder was? Nee. Läuft jemand auf der Straße? Nö. Gut. Ist gerade nicht so ganz, wo du bist. Ich stehe bei dem. Ich glaube, es ist ein grünes Haus. Ach, da, ja, ich sehe dich. Alles klar. Grau. Hab dich. Ja, dann lass uns einfach da langlaufen. In welchen Ort muss ich jetzt? Bist du vorgelaufen oder was? Ich? Ja. Du musst. Tja, jetzt gibt's halt keinen Ort mehr. Also. Grob Richtung Pogorevka, ne? Ja, genau, da sind wir halt gerade. Ja, der wird mir so angezeigt in 3 Kilometern. Ja, mach doch mal. 3 Kilometer, meine Fresse, echt. Ich bin schon wieder verwirrt. Wieso? Ich hab dich irgendwie verloren. Ich hab dich zwar gerade noch gehört. Okay. Ja. Ja, wenn du nach Pogorevka läufst, in der Mitte genau zwischen Pustoschka und Pogorevka müsst ihr nochmal so ein bisschen, weiß nicht, so Lagerhallen? Nee, ich weiß nicht, irgendwas an Häusern müsste da noch stehen. Dann weißt du, dass du richtig bist. Aber es ist kein Dorf. Kein Namen. Jetzt habe ich gerade einen Wasserbrunnen gefunden, das ist auch gut. Also ich bin, wo bist du denn? Ich bin gerade einfach nur in die Richtung gelaufen, wo ich eben auch war. Ach, da hinten, ja, ist klar.
da hinten. Hallo. Hallo. Oh Gott, das ist ja schon 23 Uhr. Meine Güte. Ach ja. Ja, willst du, Ja, ich will Flo jetzt eigentlich noch finden und eigentlich auch noch zu dem Dingens da, zu dem Turm. Bin ich ein bisschen gespannt drauf. Ja, schaffen wir, schaffen wir. Ja, scheiß drauf, Gugu. Ab morgen Spätschicht, passt alles. Ach ja. So, ich laufe jetzt einfach geradeaus der Straße entgegen, ne? Jo, jo, jo. Der Straße kannst du dann auch grob folgen. Flo, jo, ich versuche mich gerade ein bisschen zu orientieren, alles klar. Hoffen wir, dass Flo wenigstens, also auf dem Map gesehen, rechts raus ist aus der Stadt. Naja, er ist ja dem Schild gefolgt, ne? Nach Pogorevka? Ja. Oder? Sag bitte ja, Flo. Plus ist momentan von diesem Schild verwirrt, weil es nicht auf der Straße zeigt, sondern einfach mitten in die Walachei. Vertrau deinen Instinkten. Lieber nicht. Dann rennt er gleich wieder hoch nach Lupi. Was war das? Lupatino, genau. Bist du aber ganz schön vorgeprescht da. Oh, soll ich dich abschießen? Warte mal, ich hab fast auf dich geschossen. Was? Ich hab nichts gemerkt. Fast. Wie gesagt, das Schild, das sagt mir sonst was, ey. Was sagt dir das Schild denn? Das Schild sagt in die Richtung. Dann gehst du halt in die Richtung. Also wir sind jetzt schon bei dieser Farm, die Lars meinte. Glaube ich. Ja, stimmt. Ja, ja, genau. Wir sind auf der Hälfte der Strecke. Boah, das waren schon 1,5 Kilometer oder was? Kranker Scheiß, ne? Stöhnt hier immer noch rum. Warum macht dieses Scheißspiel so süchtig, Alter? Das gibt's doch gar nicht. Ja, das ist echt schlimm. Warum macht die Straße hier gerade so einen krassen Knick? Glaube ich richtig. Stimmt, nach oben. Dann können wir hier so quer drüber laufen. So, jetzt müsste ich eigentlich auf dem richtigen. Du läufst gerade nicht so richtig der Straße entlang, Lars. Nee, ich will ja auch zur Farm. Achso. Warum? Weil das ein guter Treffpunkt ist. Wenn Flo einigermaßen richtig läuft, dann sollte er die auch sehen. Ich sehe eine Farm, sobald ich aus dem Ort raus bin. Ja. Also es ist schon riesig groß, mit Mauern eingezäunt und sowas alles. Eine ordentliche Farm. Du bist schon auf der Farm, oder was? Ich bin im Kuhstall. Okay. Oder so. Oh, was ist das denn? Eine blöde Maske. Da steht ein Zombie draußen. 1000 Masken hier immer in diesen Ställen. Ja, das ist schlimm, ne? Also ich finde sowieso extrem komisch, dass sie überall Helme rumfläzen. Ja, jeder hat einen Moffa. Das hier scheint aber zumindest mal die richtige Straße zu sein. Hier ist jetzt eine Abzweigung. Ah. Und draußen steht so gleich ein Zombie. Feldweg, aber okay. Vorsicht. Vorsicht mit der Axt. Mehrere Zombies. Einer stand hier ums Eck. Die Chicago Pets. Musst du da hin? Ach da. Da ist gerade noch einer. Ach, in der Farm selbst drin. Den hole ich mir. Das kann sein, vielleicht. Der verfolgt dich. Ich den geerdet sozusagen. Das war ich. Ja. Alles klar, hab ihn. Großes von Mauern umzäuntes Gebiet. Zwei große Wassertanks, rostige Wassertanks stehen da auch. Von dir aus gesehen müsste es so ein bisschen bergauf gehen. Ich sehe so einen komischen, spitzen, mastartigen Turmgedöns. Ja, den lauft da in die Richtung. Da wollen wir die ganze Zeit hin. Weißt du schon mal, dass ich nicht falsch laufe? Endlich. Richtig. Und das, wo wir gerade sind, das ist leicht links davon. Aber nur ganz leicht. Vielleicht auch gar nicht. Irgendwie in die Richtung.
Ja, halt vielleicht doch nicht. Ja. Kein Kompass und keine Orientierung hast. Ja, ohne Kompass ist echt kacke. Perfekt vorbereitet. Ja. Ich späh schon nach dir. Ich hoffe immer, dass es Lars-Schritte sind, die ich hier höre. Der Typ mit der Axt. Da, ich sehe Mauern. Ah, bravo. Ich sehe Lagerhallen. Bravo. Das heißt, wenn jetzt was auf euch zugesprintet kommt, nicht erschießen. Okay, auf jeden Fall erschießen. Ja, ich ziel schon. Muss ja eigentlich von da kommen irgendwo. Wahrscheinlich sehe ich ihn wieder erst, wenn er gleich vor mir steht. Ja, genau. Dann Reflex. What the fuck, boom. Also die Wassertanks sind bei mir auf der rechten Seite. Ja, ja, genau. Ist ja gut. Dann läufst du direkt auf uns zu. Ich glaube, ich sehe dich. Oder? Okay. Aber ich sehe ihn noch nicht. Gar nicht. Ich habe hier auch gerade so einen beschissenen kleinen Hügel vor mir. Ja, den laufe ich gerade hoch. Müsstest du ja eigentlich verdammt nah sein. Ich sehe ihn nicht, du? Nee. Oh, what the fuck, doch, da. Da ist er. So. Genau im Visier. Pam. Peng pum. Kradawatsch. Du hast eine Gasmaske auf und so, ne? Wahnsinn. Oder so ein Atemschutz. Ich hab mich wieder. Nein, das wäre jetzt echt das Geilste, ja, wenn er das nicht wäre. Hey, ich hab's gesehen. Trink erstmal einen Schluck, genau. Könnte ich so umschießen. Scheiße. Ich ziehe weg. Okay, komm, wir gehen zu ihm hin. Da robbt sich so ein Rucksack durch die Gegend. Was? I'm starving? Ach du Kacke, ich muss essen. Ganz vergessen. Vor lauter Spannung. Das wäre ärgerlich, wenn ich einfach mal umkippe. Tja. Schieß mich nicht, hä? Hm? Ha? I want to eat something, Mama. Gott, da kippe ich hier bald um, ey. Du guckst jetzt immer an deinem Fernrohr vorbei, oder wie? Ja, er guckt daran vorbei. Okay, kranker Scheiß. Vielleicht, wenn ich mit der Axt draufhau, dann... Nein. Dann ist die ganze Waffe. Gott, was für ein Militärfreak bist du denn? Hm? Wer ist der Militärfreak? Meinst du mich jetzt, oder was? Keiner rennt da mit Gasmaske rum. Wieso? Ja, also so krass sind wir eigentlich noch nicht. Ja, wir haben unsere Feuerwehr-Äxte wieder. So, ich würde sagen, auf zum Turm. Lass uns nicht so viel Zeit verschwenden. Okay. Hast du noch Munition, Flo? Also für die Musin habe ich noch, ja. Okay, alles klar.